Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7 und 64. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Haushaltsgesetz 2021 mit dem Antrag der Landesregierung über die Finanzplanung des Landes Hessen für die Jahre 2020 bis 2024. Ich darf zur Einbringung Herrn Staatsminister Boddenberg das Wort erteilen. Die vereinbarte Rednerreihenfolge ist die der übliche. Es beginnt nach der Einbringung durch den Staatsminister die SPD, dann kommt Bündnis 90 die Grünen, dann die AfD, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann die CDU. Und wenn die fraktionslosen Abgeordneten möchten, können Sie dann sprechen. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist der erste Haushalt, den ich in meiner immer noch neuen Funktion als Finanzminister vorstellen darf, wohlwissend, dass das, was wir heute machen, ein Stück weit der Normalität in den Abläufen des Hessischen Landtages unterliegt und insofern kein ganz außergewöhnlicher Tag. Außergewöhnlich macht diesen Tag natürlich die Situation und die Umstände, in denen wir uns befinden. Und in diesen Umständen sind wir von Normalität natürlich sehr weit entfernt. Denn nach einer kurzen Phase der vermeintlichen Erholung der Pandemie in den letzten Monaten hat uns das Virus nochmals völlig neu in den Griff genommen. Und wir haben viele Themen, die natürlich auch mit haushalterischen Fragen zu tun haben, in dem Zusammenhang neu zu bewerten und zu gewichten. Für diese Tagesordnung ist mit den Obleuten und den PGFs eine Redezeit von 15 Minuten vereinbart worden. Das ist, glaube ich, relativ kurz im Vergleich zu früheren Jahren. Ich hoffe nicht, dass das dazu führt, dass man mir nachher vorwerfen wird, was ich heute in 15 Minuten alles nicht gesagt habe. Aber ich lasse mich überraschen, Herr Weiß. Wir haben gestern kurz darüber gesprochen und will nur einige sehr grundsätzliche Anmerkungen und Ausführungen machen. Ja, Ludwig Erhard hat einmal gesagt, dass 50% von Wirtschaft Psychologie sind. Ich habe mir immer wieder mal, aber erst recht in den letzten Monaten und Wochen erlaubt zu sagen, ich glaube, im Moment kann es sein, dass wir sogar über 50% des Einflusses von Psychologie auf die Wirtschaft und damit auf die Haushalte der öffentlichen Hand und die Menschen in unserem Land reden. Und das hat natürlich gute Gründe. Und in einer solchen Phase, glaube ich, muss es sein, dass wir auch in einer solchen Situation und gerade in einer solchen Situation, in der wir sind, dahin kommen, dass wir auch Zuversicht, berechtigte Zuversicht verbreiten. Denn die Menschen wollen nach vorne schauen und sie wollen von uns Antworten haben. Und Antworten geben häufig natürlich die nicht nur politischen Vorhaben, sondern auch die dahinter steckenden Zahlen und Engagements und Prioritätensetzungen, auch und gerade in der Landespolitik. Sie alle kennen die aktuellen Zahlen der Wirtschaftsentwicklung. Diese liegen in etwa mit großer Prognose Fehlertoleranz dort, wo wir schon einmal vor 10 Jahren waren. Das muss man sich hin und wieder erinnern, um mit dieser Zuversicht auch umgehen zu können. Denn vor 10 Jahren waren wir auch in einer Situation, in der man möglicherweise jedenfalls 2009, 2010 nicht erwarten konnte, dass sich das Land relativ bald aus dieser Krise und den Folgen würde erholen können. Aber aktuell reden wir dann schon über noch einmal ganz andere Dimensionen, beispielsweise darüber, dass wir im Landeshaushalt in den nächsten Jahren, so die Steuerschätzer, jährlich zwischen 2,5 Milliarden weniger Steuern einnehmen werden. Das heißt rund 6% des Gesamtvolumens des hessischen Haushalts. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten Monaten immer wieder gesagt, aus unserer Sicht macht es keinen Sinn und würde kontraproduktiv wirken, dieser Krise hinterherzusparen. Ich glaube, ein solches Signal, dass man jetzt tiefe Einschnitte vollzieht, würde außerhalb des Hessischen Landtages völlig falsch ankommen und das Gefühl erwecken, dass wir jetzt gerade nur noch über Mangelverwaltung reden. Und insofern sage ich vorweg, dieser Haushalt, den wir dem Hessischen Landtag vorlegen, sieht für die nächsten Jahre, für das nächste Jahr konkret, durchaus eine maßvolle Entwicklung bei den Ausgaben vor und in der Überlegung der mittelfristigen Finanzplanung und den Prognosen dort höhere Aufwachsen bei den Einnahmen, sodass die Schere durchaus eine positive Entwicklung hat. Aber wir reden nicht über, ich sage mal etwas salopp, einen Kahlschlag in diesem Haushalt. Das hielten wir und ich in dieser Zeit für unverantwortlich.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben und wir erinnern uns alle an lebhafte Debatten zum Sondervermögen. Dort intensive Debatten geführt, werden das auch sicherlich fortführen. Ich glaube, heute Abend auch erneut über die jüngsten Vorschläge und Zustimmungen des Haushaltsausschusses reden. Ein Punkt wird morgen eine wichtige Rolle spielen, nämlich dass wir aus diesem Sondervermögen 3 Milliarden Euro in Richtung der Kommunen transferieren, damit dort die aus meiner Sicht dringend erforderliche Planungssicherheit hergestellt werden kann. Das Echo der Kommunen, Frau Kollegin Faeser, war nach meiner Wahrnehmung sehr positiv, aber darüber morgen mehr. Aber sicherlich einer der Indizien dafür, dass wir mit dem Sondervermögen und der Mehrjährigkeit dort etwas erreicht haben, jetzt schon erreicht haben, was die ursprüngliche Zielsetzung mehr als bestätigt. Kolleginnen und Kollegen, ja, wir sind auch in der Finanzpolitik im Krisenmodus, und trotz dieses Krisenmodus wollen und müssen wir weiter in wichtige Zukunftsfelder investieren. Wir sehen in diesem jetzt vorgelegten Haushalt zusätzliche Stellen für den regulären Schulunterricht vor, zusätzliche Deutschkurse als Beispiel, zusätzliche Maßnahmen im Bereich der sozialpädagogischen Begleitung der Schülerinnen und Schüler und natürlich auch weitere Entwicklungen im Bereich des Ganztagsausbaus. All das bedeutet eine hohe Investition in Personal, aber auch in sächlicher Hinsicht in den Bereich Bildung. Ich glaube, ich muss hier nur und kann aufgrund der Zeit nur in Staccato-Form erwähnen, dass eine der wichtigsten Maßnahmen der Abschluss des Hochschulpaktes mit den Hochschulen ist, den wir in diesem Haushalt selbstverständlich abbilden und mit einer jährlichen Steigerung von 4%, das ist auch das Ergebnis der Koalitionsvereinbarung, die wir hier umsetzen, setzen wir dort ein deutliches Signal in Richtung der Studierenden, aber auch der hessischen Forschungslandschaft. Wir haben, und eben ist von meinem Kollegen Tarek Al-Wazir der Bereich der Mobilität an einigen wenigen Punkten skizziert worden, zum einen dort erhebliche Investitionen, aber weil Digitalisierung dort zunehmend eine Rolle spielt, sage ich Ihnen, dass wir sehr bewusst und mit einer klaren Prioritätensetzung in diesem Landeshaushalt, den wir vorlegen, sehr stark in den Bereich Digitalisierung über die gesamte Legislaturperiode, wie Sie nachvollziehen können, in der mittelfristigen Finanzplanung, aber auch konkret natürlich weiter im nächsten Jahr investieren. Ich nenne das Thema künstliche Intelligenz mit dem Aufbau eines entsprechenden Zentrums, ebenfalls die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Ich nenne die Beteiligung am Fraunhofer Institut für transnationale Arzneimittelforschung, eine sehr weise Voraussicht, dort sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, auch aktuell in die Hand zu nehmen, um in einem so wichtigen Bereich einen wichtigen weiteren Eckpfeiler der medizinischen Leistungen unserer Region auch mit Geld zu hinterlegen. Wir sichern langfristig die mikrobiologische Spitzenforschung in Marburg, auch ein sehr zeitgemäßes Invest, wie ich finde. Aber wir unterstützen vor allen Dingen auch kleinere und mittlere Unternehmen bei der Implementierung von Digitalisierung und entsprechenden Instrumenten. Wir fördern Start-ups. Wir stellen natürlich auch weiterhin zusätzliche Mittel für die Ausbildungsförderung bereit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, alles das sind wichtige Signale an die Menschen in unserem Land, an die jüngere wie ältere Generation, an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und an die Unternehmer, dass wir nach vorne schauen und nicht nur in Krisenbewältigung denken. Und dabei bleiben natürlich auch weitere wichtige Prioritätensetzungen in der Landespolitik. 350 neue Stellen bei Polizei und Justiz. Ja, das erwarten die Menschen von uns. Weitere Ausrüstungen natürlich auch dort mit Blick auf die Herausforderungen dieser Pandemie, Schutzausrüstungen für das Personal, das sich tagtäglich diesen Risiken und damit meine ich gerade in den letzten Tagen schlimme Fernsehbilder, die wir nicht nur in Leipzig sehen müssen, sondern die wir auch an anderen Stellen sehen müssen. Wir müssen unsere Beamtinnen und Beamten vor diesen Risiken der Pandemie und mancher Ignoranten dieser Pandemie schützen. Und das machen wir nicht nur mit mehr Personal, sondern auch entsprechenden Ausrüstungen. Wir investieren in die Ausbildung generell auch als Landesverwaltung. 800 neue Stellen im Bereich der Anwärterinnen und Anwärter auch im Finanzressort. Und das ist nicht ein Aufwuchs, den wir mal einfach willkürlich machen, weil wir aktuell glauben, dass wir Ausbildungsplätze schaffen müssen, sondern es gibt Bedarfe, demografisch bedingte Bedarfe. Zum einen, es gibt neue Aufgaben dort, Stichwort Grundsteuer. Dazu haben wir im Haushaltsausschuss schon mehrfach gesprochen. Also, ich glaube, eine sehr zielgerichtete und auch notwendige Investition in die Qualifikation und Ausbildung der Menschen in der Verwaltung. Und dann noch die klassischen Felder. Ich nenne nur den Landesstraßenbau.
Der Verkehrsminister hat eben mal über die Komplexität der Mobilität gesprochen. Aber natürlich gehört uns selbstverständlich der Landesstraßenbau weiter dazu, mit Investitionen, die wir dort sukzessive weiter ausbauen und steigern wollen. Und ich nenne auch dort bitte und weitere Punkte nur im Staccato. Ob Sie in die Kinderbetreuung schauen, ob Sie in Maßnahmen zum Klimaschutz schauen, all das findet weiter statt, trotz der Pandemie, weil wir es uns leisten müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass dieses Land sich weiter in einer Art und Weise entwickelt, wie es das seit vielen Jahren tut. Ja, und nicht zuletzt haben wir den ländlichen Raum im Blick. Ich rede heute ein bisschen schneller, weil die Zeit so kurz ist. Bitte um Nachsicht. Schließlich haben wir den ländlichen Raum im Blick, meine Damen und Herren. Denn ich glaube, eines muss uns allen bewusst sein, und das sage ich auch als Städter und als Frankfurter. Für mich ist als Städter die Entwicklung des ländlichen Raumes genauso wichtig wie für die Menschen, die dort leben. Weil mit dem einen lösen wir das andere Problem. Wir müssen es schaffen, dass die Attraktivität des ländlichen Raums, und da sind wir wieder unter anderem beim Thema Verkehr, aber da sind wir auch bei medizinischen Versorgungsleistungen und all den Dingen, die die Menschen für ihre Lebensqualität, die sie zu Recht von uns erwarten, dass wir sie unterstützen in der Attraktivität des ländlichen Raums, dabei dort die richtigen Weichen zu stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, eins machen die letzten Tage und Wochen überdeutlich. Wir dürfen keine amerikanischen Verhältnisse bekommen, wo der ländliche Raum und der städtische Raum in einer Art und Weise sich unversöhnlich gegenüberstehen, dass es mir Angst und Bange wird. Davon sind wir weit weg. Wir machen genau das Gegenteil. Wir bringen die Menschen zueinander, aber wir sorgen dafür, dass die Lebensumstände sowohl in den Städten wie auch im ländlichen Raum gleichermaßen attraktiv sind. Meine Kolleginnen und Kollegen, ich will bei dieser Gelegenheit ein sehr, sehr herzliches Dankeschön sagen. Und das tue ich in Richtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes und auch der Kommunen. Ich denke zuerst an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Darüber ist oft gesprochen worden. Aber ich will auch hier hinterlegen, dass wir nicht nur freundliche Worte finden, sondern auch helfen, auch honorieren. Mit immerhin 45 Millionen € aus dem Sondervermögen haben wir Pflegekräfte für ihren herausragenden Einsatz, ich finde auch materiell, zunächst einmal deutlich gemacht, wie sehr wir ihre Arbeit wertschätzen. Ich denke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Ja, da ist auch da und dort gescholten worden. Aber auch über die ist diese Pandemie von heute auf morgen hereingebrochen. Und ich will ausdrücklich sagen, was dort geleistet wird, ist außergewöhnlich, auch wenn wir natürlich wünschten, dass das eine oder andere noch besser funktionieren würde. Aber das ist eher auf den schnellen Aufwuchs des Personals als auf Fahrlässigkeiten und Nachlässigkeiten der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Verantwortlichen dort zurückzuführen. Ich möchte danken den Mitarbeitern in den Regierungspräsidien. Ich erinnere an die Abwicklung der Soforthilfe und aktuell der Überbrückungshilfe. Ich möchte aber auch, und das sehen Sie mir nach, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Steuerverwaltung danken, denn die haben in wenigen Wochen 225.000 Anträge auf Stundung und Herabsetzung der Vorauszahlungen bearbeitet, in einer Art und Weise, dass jedenfalls eins für mich fast zum ersten Mal passiert ist, dass die Briefe, die das loben und anerkennen, oder die Mails in Zahl größer waren als diejenigen, die sich natürlich hin und wieder auch über beispielsweise verzögerte Auszahlungen oder anderes beschwert haben. Darüber freue ich mich, und ich glaube, das müssen wir und dürfen wir hin und wieder auch mit Stolz feststellen. Die Mitarbeiter haben eine klasse Arbeit geleistet. Ja, natürlich denke ich auch an die Lehrerinnen und Lehrer und deren Leistungen, damit wir und die Erzieherinnen und Erzieher, die trotz mancher Risiken und Sorgen, die sie natürlich haben, auch mit Blick auf die eigene Gesundheit, weiterhin ihren Dienst verrichten. Ja, wir streiten darüber, wie weit geht denn die Pauschalität in der Schulpolitik im Umgang mit dieser Krise. Aber ich glaube, nicht streiten müssen wir darüber, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher einen tollen Job machen und wir damit in der Lage sind, Bildungsland zu bleiben, auch wenn wir ganz schwierige Monate hinter uns haben und sicherlich noch einige Zeit vor uns haben. Ein herzliches Dankeschön an diesen Berufsstand, ausdrücklich aus dem Hessischen Landtag und der Landesregierung. Ja, und wir haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Arbeitssituationen deutlich ertüchtigt im Umgang mit dieser Krise. Ich nenne das Thema Homeoffice. Ja, auch in meinem Ressort sind eine ganze Reihe von Menschen im Homeoffice, weil wir es so wollen. Und was wir mit Freude feststellen, auch das darf ich heute hier mal als Zwischendrin-Info mitteilen, ist, dass die Abarbeitung von Akten, woran man ja hin und wieder dann jedenfalls bei der Steuerverwaltung etwas festmachen kann in der Entwicklung, eher einen Tick über den durchschnittlichen Wert sonstiger früherer Jahre liegt. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Homeoffice nutzen,
machen das in aller Regel hochmotiviert, weil sie dankbar sind, dass sie diese Gelegenheit haben. Wir haben sie ausgeschattet mit entsprechenden Endgeräten und das in einer Geschwindigkeit, die ich mir zugegebenermaßen im März nach vorne blickend so nicht hätte vorstellen können. Und insofern gehört all das, glaube ich, zu einer heutigen Debatte dazu. In der Einbringung kann ich nicht jeden einzelnen Einzelplan und die dahinterliegenden Beträge und Einzelmaßnahmen und die Produkte und den Produkthaushalt in Gänze vortragen, aber ein allgemeines Stimmungsbild wiedergeben. Und zu diesem allgemeinen Stimmungsbild, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, gehört auch, dass selbstverständlich wir auch in dieser Krise die sogenannte Schuldenbremse, die wir in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschrieben haben, aber auch in der Hessischen Verfassung verankert haben, selbstverständlich einhalten. Ja, es hat immer wieder auch schon bei den Diskussionen um den ersten und zweiten Nachtrag hier im Hause in diesem Jahr die Fragestellung gegeben, ihr setzt die Schuldenbremse außer Kraft. Nein, das machen wir ausdrücklich nicht, weil die Schuldenbremse, so wie wir sie in der Verfassung formuliert haben, halt auch die Ausnahme zusieht. Und es wäre ja töricht, wenn wir dieses Instrument nicht hätten, nämlich das Feststellen einer Notlage. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen ist erreicht. Ich bin fertig, Herr Präsident. Vielen Dank. Und insofern will ich ausdrücklich sagen, ja, alles das, was wir jetzt machen, steht auf dem Boden der Verfassung. Und B, wir halten an der Schuldenbremse fest. Und es ist erklärtes Ziel, dass wir in den nächsten Jahren bis 2024, das formuliere ich noch einmal ein bisschen salopp, wenn ich darf, zur schwarzen Null zurückkehren. Das ist eine ambitionierte, ich glaube, auch sehr kräftezehrende Aufgabenstellung, die wir uns dort geben. Aber sie ist erforderlich, weil wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass mit dem Instrument der Schuldenbremse wir eins erreicht haben, nämlich eine Generationengerechtigkeit, die gerade die Jüngeren für sich auch über viele, viele Jahre in diesem Land eingefordert haben, wie ich finde, zu Recht. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich will zum Schluss kommen und fragen, ich glaube, wir haben durchaus trotz der schwierigen Situation allen Grund, natürlich mit dem nötigen Respekt, aber ohne Angst in die Zukunft zu schauen. Mit Mut und Zuversicht können und werden wir diese Krise meistern. Mit dem Haushalt 2021 und dem Finanzplan bis 2024 stellen wir dafür die richtigen Weichen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie alle gesund, und ich freue mich auf eine kreative, konstruktive Debatte in den nächsten Monaten zu den Haushalten der nächsten Jahre. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht, und ich darf die Aussprache eröffnen. Erster Redner ist gemäß der Vereinbarung der Kollege Marius Weiß für die Fraktion der SPD. Dankeschön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieses Jahr gibt es keinen neuen Dreiklang für den hessischen Haushalt, wie es den in den letzten Jahren immer gegeben hat. Im letzten Jahr war es nachhaltig, sicher, klug. In diesem Jahr stand über dem Haushalt bei der Einbringung oben drüber beherzt investieren, besonnen haushalten. Eigentlich ist der Titel ja auch egal. Eins haben die Überschriften über den Haushalten dieser Landesregierung jedenfalls immer gemein: Sie stimmen nicht mit dem Inhalt überein. Foodwatch vergibt jedes Jahr den Preis Goldener Windbeutel für die dreisteste Werbelüge. Die Landesregierung ist hier seit Jahren ein Daueranwärter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir leben in einer Zeit, die wir alle nicht vergessen und von der wir unseren Enkeln noch erzählen werden. Und vieles in dieser Zeit macht den Menschen Sorge. Zuerst natürlich die Corona-Pandemie. Die Menschen haben Angst um ihre Gesundheit, um ihre wirtschaftliche Situation, um ihre persönlichen Freiheiten. Sie haben angesichts der Summe von 1,3 Billionen an Hilfsmaßnahmen in Deutschland auch teilweise Sorge vor Überforderung der öffentlichen Haushalte. Sie sehen vor Ihren Augen ein Waldsterben ohne historischen Vergleich. Sie merken, dass sich das Klima immer schneller wandelt. Sie erleben, wie eine Digitalisierung nahezu alle Ihre Lebensbereiche auf den Kopf stellt. Antworten auf all diese Fragen und Sorgen der Menschen muss die Politik geben. Was will die Landesregierung im nächsten Jahr machen, um diese Antworten zu geben? Dafür ist der Haushalt ein Rahmen,
in denen die Landesregierung ein Bild davon malen soll, wie sie sich die Entwicklung Hessens in den nächsten Jahren vorstellt. Aber bei Schwarz-Grün ist in diesem Rahmen nur eine weiße Leinwand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hätte von Ihnen erwartet, dass Sie hier nicht nur Zuversicht und von Zuversicht reden, Herr Minister, sondern diese auch ausstrahlen und vor allem begründen können. Optimismus, wo ist der denn gewesen? Stattdessen wirkt Michael Boddenberg so, als hätte er bereits in seinem ersten Haushalt die Lust daran verloren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn einer Haushaltsberatung sollte man immer einen Blick auf die Rahmendaten werfen, in denen wir handeln können. Und die sind beachtlich und geben in der Tat einen Grund zur Zuversicht. Der Bund hat gerade außerordentliche Wirtschaftshilfen für die von den aktuellen Maßnahmen Betroffenen auf den Weg gebracht. Dank kluger Staatshilfen sank die Zahl der Jobsuchen seit Sommer schon wieder. Massenarbeitslosigkeit wie in anderen Ländern konnte durch das Kurzarbeitergeld von Hubertus Heil vermieden werden. Im dritten Quartal 2020 haben wir ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 8,2% gehabt. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Helaba, die Sie ja auch schätzen, Herr Boddenberg, rechnet für das vierte Quartal 2020 immerhin mit einer schwarzen Null. Für nächstes Jahr könnte es nach den Worten von Frau Traut zu einem Wachstum von 5% kommen, sodass die Entwicklung doch zu einem V kommen könnte und nicht zu einem L oder U. Die Steuereinnahmen Hessens werden im nächsten Jahr schon wieder das Niveau von 2019 haben. Und im Planungszeitraum bis 2024 erwartet diese Landesregierung im Schnitt fast 1 Milliarde € Steuern mehr jedes Jahr. Wie reagieren wir als Land auf so eine Krisensituation? Lassen Sie mich dazu auf einen anderen momentanen Krisenbewältiger schauen, den Wald. So sturmzerfetzt und käferzerfressen er ist, drosselt er in dieser Stresssituation nicht etwa, um Kraft zu sparen, die Aussaat, wie es vielleicht ein Rezept der FDP wäre. Er steigert sie. Gewöhnlich treiben Buchen und Eichen nur alle paar Jahre Äckern und Eicheln hervor, in den letzten Jahren dagegen fast jedes Jahr, in diesem Jahr sogar in einer Maßlosigkeit, wie sie der Haushaltspolitik von Schwarz-Grün und der Linkspartei entspricht. Mit den unangenehmen Folgen, dass die verbleibenden Bäume geschwächt werden, nur ein Bruchteil der Saat aufgeht und stattdessen der Überfluss ein Segen für die Wildsauen ist, die dadurch 2- bis 3-mal im Jahr Ferkel werfen, was sie sonst nur einmal im Jahr tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der maßlose Schattenhaushalt hat das verursacht, was wir Ihnen bei seiner Einführung prophezeit haben. Das schwarz-grüne Sondervermögen ist ein finanzieller Superspreader, der die Bedeutung des Kernhaushalts und damit auch der Kernkompetenz dieses Parlaments marginalisiert hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor dem Sondervermögen standen erstens alle wichtigen Maßnahmen im Haushalt und zweitens wurde lebhaft diskutiert hier, wie wir in diesem Haushalt Einnahmen und Ausgaben in Einklang bringen. Beides gibt es in diesem Jahr nicht mehr. Die wichtigen Dinge stehen alle im Schattenhaushalt und der Einklang von Einnahmen und Ausgaben im Kernhaushalt stellt kein Problem mehr dar. Die Verfassungsgrenze wird dadurch eingehalten, dass aus dem Sondervermögen 690 Millionen Euro dem Kernhaushalt zugeführt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sich in dieser Situation hinzustellen und stolz darauf zu sein, mit dem vorliegenden Haushalt die Schuldenbremse einzuhalten, ist ein schlechter Witz, Herr Minister, ein schlechter Witz. Sie haben hier ein Reagenzglas stehen, wo Sie den Strich einer Skala erreichen müssen. Und hier daneben steht ein riesiger Bottich, so wie eine 800-Liter Gartentonne, aus der Sie nur ein paar Tropfen rüberschwappen lassen müssen. Was für eine Leistung. Zur Schuldenbremse noch ein paar Zahlen. Einige rufen gerade nach ihrer Abschaffung. Das stimmt, Herr Boddenberg. Zuletzt war es im Übrigen der Vorsitzende der Grünen, Herr Habeck, von dem ich das gelesen habe. Wenn Sie sich hier als Hüter der Schuldenbremse, wie Sie es eben noch einmal gemacht haben, hinstellen, Herr Boddenberg, dann darf ich daran erinnern, dass Schwarz-Grün in Hessen gerade mit Ihrer Stimme die niedrigsten Anforderungen an die Schuldenbremse in ganz Deutschland geschaffen hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist noch gar nicht so lange her. Das Motto Maß halten, welches die CDU ja immer gerne wieder propagiert, wurde beim schwarz-grünen Schattenhaushalt geradezu pervertiert.
Im aktuellen Quartalsbericht zum GZSG wird ersichtlich, dass jede, aber auch wirklich jede Position von der Landesregierung zu hoch bis viel zu hoch angesetzt wurde. Da wurde richtig in die Vollen gegriffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich frage mal in die Runde, was glauben Sie, welches Kabinettsmitglied sich bei dem Mittelbedarf für Personal um sage und schreibe 145 Millionen Euro verschätzt hat? Richtig, der Kultusminister. Der Kollege Rudolph hat aber hier auch einen Erfahrungsvorsprung. Er weiß halt, dass der Minister ahnungslos Alexander Lorz eine Zahlenschwäche hat. Und damit sind wir in den Einzelplänen. Fangen wir mit dem Kultusminister an. 100 Millionen Euro aus dem Sondervermögen stehen im Haushalt 2021 für TVH-Kräfte drin. Herr Lorz hatte mit 10% Ausfall gerechnet, Corona-bedingt. Es wurden nur 3%. Und eine Vertreterin des HKM hat letzte Woche im Haushaltsausschuss mitgeteilt, dass sie auch Schwierigkeiten haben, überhaupt für diese 3% dementsprechend ausreichend Personal zu haben. Ja, Sie sagen Gott sei Dank, und ja, logisch, genau das haben wir Ihnen hier prophezeit, Herr Minister. Genau das haben wir Ihnen an dieser Stelle beim letzten Haushalt schon prophezeit. Die SPD ist die hessische Cassandra, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch die Stellen für Vorlaufkurse und Deutschstunden, die im Haushalt 2021 stehen, auf die Sie eben hingewiesen haben, die werden Sie nicht besetzen können in Summe. Es bleibt bei reinen Schaufensterpositionen. Und jetzt komme ich zum Innenministerium. Auch hier wieder Cassandra. Unsere Forderungen waren bereits im letzten Jahr, es reicht nicht, neue Stellen nur in den Plan zu schreiben. Sie müssen auch in der Fläche ankommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir führen Gespräche mit den Gewerkschaften und fühlen uns dabei erst vor kurzem wieder in unserer Sorge bestätigt, dass das eben nicht so ist, dass die Stellen nicht in der Fläche ankommen. Die Kritik der Polizeibeamtinnen und Beamten ist, dass man auf die Stellenmehrung nicht zurückgreifen kann, weil diese für Programme genutzt werden und nicht in den Dienstgruppen ankommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie schon im Innenressort festgestellt, entfällt auch der wesentliche Anteil der neuen Stellen im Einzelplan von Frau Kühne-Hörmann auf neue Aufgaben und stellt daher keine Verbesserung der angespannten Personalsituation dar. Und wenn Sie hier die Sicherheit in Hessen so rosarot gemalt haben, Herr Boddenberg, dann frage ich mich schon, in welcher Realität Sie leben. Wir haben einen unerträglichen Verlust an Respekt vor der Polizei in bestimmten Teilen der Gesellschaft. Beamtinnen und Beamte werden von Mobs von hunderten Gewalttätern angegriffen. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in die Polizei, weil dieser Innenminister es seit über 2 Jahren nicht schafft, den Skandal um rechtsextreme Drohmails aufzuklären. Und die Justizskandale unter der Verantwortung von Frau Kühne-Hörmann kann man kaum noch zählen. Unter CDU-Verantwortung sind die hessischen Sicherheitsbehörden zur Lachnummer für Extra 3 und Heute-Show geworden. Die Bundespresse schreibt vom Problembundesland Hessen und die Menschen aus den anderen Ländern fragen uns, was denn hier los ist. Das ist die Realität, Herr Finanzminister. Und die ignorieren Sie auch mit Ihrem Haushalt vollkommen. Vollkommen. Bei Al-Wazir ist alles wie gehabt. Keine Steigerung Landesstraßenbau, keine Steigerung Radwegebau. Die Investitionen decken nicht einmal annähernd die Abschreibungen. Hessen fährt weiter auf Verschleiß. Herr Minister Al-Wazir hat gestern hier im Plenum gesagt, wir wollen Spitzenreiter bei der Mobilitätswende werden. Machen wir den Faktencheck. Letzte Woche kam das Länderranking Mobilität und Umwelt von mehreren Verbänden heraus. Kollegin Faeser hat eben darauf angesprochen. Hessen liegt nach 7 Jahren Verkehrsminister Al-Wazir auf Platz 12. Was sie nicht angesprochen hat, vor 2 Jahren war Hessen noch auf Platz 11. Vor 4 Jahren war Hessen im gleichen Ranking noch auf Platz 8. Wenn Sie diese Kurve weiterziehen, braucht es noch 4 Jahre Al-Wazir, damit Hessen auf dem letzten Platz angelangt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Besonders schlecht ist Hessen im Übrigen bei den Bereichen Klimaschutz und Verkehrssicherheit nach dieser Studie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zur Wohnungspolitik hat die Kollegin Barth hier gestern schon etwas ausgeführt. Die GRÜNEN lehnen die Güntersburg-Höfe in Frankfurt ab. 1.500 Wohnungen abgelehnt.
Hier fordern die GRÜNEN neue Wohnungen, und vor Ort blockieren ihre eigenen Leute das. Und das ist ja nicht nur in Frankfurt so. Jeder von Ihnen hier kennt aus seinem Wahlkreis ähnliche Beispiele, wo es genauso ist, dass vor Ort neue Baugebiete für neuen Wohnungsbau an den GRÜNEN scheitern, liebe Kolleginnen und Kollegen. So sieht grüne Glaubwürdigkeit in Hessen aus. Kommen wir zum Umweltministerium und zum Megathema Wald. Jeder Laie sieht, dass er in unseren Wäldern fast schon apokalyptische Bilder vor sich hat. Frau Hinz hat doch gerade den Waldzustandsbericht selbst vorgestellt. Und die Antworten darauf in diesem Haushaltsentwurf lautet: Die Landesregierung stoppt den geplanten Personalabbau bei Hessenforst. Ernsthaft, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und an zusätzlichen Mitteln zur Bekämpfung dieses historisch einmaligen Waldsterbens stehen im Entwurf sage und schreibe zusätzliche 6 Millionen € drin. Ernsthaft, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das Engagement steht schlicht in keinem Verhältnis zur Größe der Aufgabe. Wir reden beim Wald über eine Aufgabe für Jahrzehnte. Und wie soll die jemand lösen, der schon an den Problemen der Gegenwart scheitert, liebe Kolleginnen und Kollegen? Zur Kultur- und Medienbranche haben Sie nichts gesagt, Herr Minister. Kein Wort zur Kultur- und Medienbranche. Eine Branche, die existenzbedrohend unter der Pandemie leidet und die im Prinzip seit Monaten im Lockdown ist. Nichts haben Sie dazu gesagt. Kein Wunder, dass sich gerade diese Branche von der Landespolitik besonders im Stich gelassen fühlt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der DGB Hessen-Thüringen fordert, die Kulturfinanzierung zur staatlichen Pflichtaufgabe zur Sicherung der kulturellen Grundversorgung zu machen und damit das Staatsziel in der hessischen Verfassung zu konkretisieren. Ein mehr als diskussionswürdiger Vorschlag, wie ich finde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe zu Beginn schon etwas zum Ausblick auf die nächsten Jahre gesagt und will das zum Ende meiner Rede ebenfalls tun. Der Finanzplan wird in den Beratungen meist etwas stiefmütterlich behandelt, völlig zu Unrecht, wie ich finde. Wir können uns im Übrigen auch gut vorstellen, zum Finanzplan eine extra Anhörung zu machen, wie das andere Bundesländer tun. Die Gemeinsamkeit der Koalitionsfraktionen von CDU und GRÜNEN sind aus unserer Sicht beim Blick in diesen Haushalt aufgebraucht. Bei einem Blick in den Finanzplan 2020 bis 2024 sieht man schnell, woran sich CDU und GRÜNE bis zum Ende dieser Legislaturperiode entlanghangeln. Das Sondervermögen ist der Kitt für diese Koalition. Das Band, das Schwarz und Grün zusammenhält, ist aus dem Sondervermögen gewebt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Nachhaltigkeit, für die Sie sich gerade noch gelobt haben, hier, Herr Boddenberg, für Ihre nachhaltige Haushaltspolitik, schauen wir uns die mal an. Sieht man mit einem Blick auf das Jahr 2024, dann gibt es keinen Schattenhaushalt mehr. Dafür steigen die Tilgungen für den Schattenhaushalt in diesem Jahr von 200 Millionen € auf 300 Millionen €. Die Rücklagen des Landes werden in diesem Jahr für den Haushaltsausgleich fast aufgebraucht. Und die Investitionen, ich zitiere aus Seite 63 des Finanzplans, erst ab dem Jahr 2024 erfolgt im Hinblick auf die notwendige Konsolidierung des Landeshaushalts eine maßvolle Absenkung der Investitionsausgaben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Schwarz-Grün kündigt jetzt schon an, dass sie der nächsten Landesregierung leere Kassen und hohe Belastungen übergibt. Und die notwendige Konsolidierung des Haushalts soll mit diesen Rahmenbedingungen bitte auch die nächste Landesregierung übernehmen. Das ist das Gegenteil von nachhaltiger Haushaltspolitik, Herr Minister, das Gegenteil. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss noch ein Dank an die Verwaltung, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Häusern, besonders aber im Finanzministerium. Herr Boddenberg, in der Öffentlichkeit herrscht manchmal das Bild vor, dass man Finanzer zur Haushaltseinbringung aus dem Schrank holt und sie dort nach Beschlussfassung bis zum nächsten Herbst wieder einmottet. Dieses Jahr war alles anders. Dieses Jahr war alles anders. Es wurde quasi unter Volllast durchgearbeitet, und das mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die selbst privat, gesundheitlich und familiär unter der Pandemie zu leiden hatten. Und das will man sich auch noch dazu sagen, die beruflich auch unter schweren Schicksalsschlägen in Ihrem Haus zu leiden hatten. Herr Minister, Herr Staatssekretär, ich weiß nicht, ob er auch mit da ist, bitte richten Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseren herzlichen Dank für die geleistete Arbeit im letzten Jahr aus. Sie müssten zum Ende kommen, Herr Kollege Weiß. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, und vielleicht mit einer letzten Waldmetapher. Auch die Faktenverweigerer, die in ihrem Gesellschafts- und Menschenbild ein Brett vorm Kopf haben, müssen bei einem einzigen Blick da draußen erkennen,
dass die Zukunft des Waldes in einem gesunden Mischwald liegt und nicht in einer Monokultur deutscher Fichten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Nächster Redner ist der Abg. Frank-Peter Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir leben aktuell und auf mittlere Zukunft in einer Pandemie bislang unbekannter Dimension. Wir bewegen uns deshalb in der gesamten Gesellschaft und natürlich damit auch in der Politik in einer höchst schwierigen Zeit. Viel Alltägliches ist nicht so, wie wir es gewohnt sind. Noch mehr Vertrautes und Geliebtes müssen wir zurzeit vermissen. Und wir wissen nicht, wann, ja sogar manchmal, ob wir es je zurückbekommen werden. In dieser Situation ist individuell und auch kollektiv alles das besonders wichtig, was Zuversicht und stabile Perspektiven geben kann. Je mehr Ungewissheiten vorherrschen, umso größer wird der Bedarf an einem möglichst verlässlichen Rahmen und an festen Parametern, die eine Grundlage für die eigenen Entscheidungen bieten können. Und genau dies bedeutet für die Politik insgesamt und natürlich auch für die hessische Landespolitik, dass das A und O in dieser Zeit die Schaffung möglichst weitreichender Stabilität ist. Solange der Erkenntnisprozess der Wissenschaft bezüglich der Pandemie glücklicherweise fortschreitet und zu immer mehr Wissen führt, wollen ja, müssen wir darauf flexibel reagieren. Und deshalb sind wir zu unvermeidlichen Anpassungen, unter anderem der Verhaltensregeln, gezwungen. Und in dieser Situation muss dann aber im Ausgleich gute Politik so weit wie irgend möglich für große Verlässlichkeit sorgen. Das gilt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie im Verhältnis zu den Institutionen und Organisationen des Gemeinwesens. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau dies haben wir in Hessen, insbesondere in der Finanzpolitik, in diesem Jahr bislang gemacht. Nach der ersten Sofortmaßnahme in Form des ersten Nachtragshaushalts zu Beginn der Pandemie im März haben wir nämlich unsere finanzwirtschaftlichen Optionen genau analysiert und die Strategie definiert, wie wir in Hessen am besten durch die Krise kommen können. Diese Strategie hat sich exakt an der von mir gerade eben dargestellten Prioritätensetzung orientiert. Das Wichtigste ist die verlässliche, stabile Perspektive für die öffentlichen Hände, die letztlich in ihrem Verantwortungsbereich die Lebensverhältnisse vor Ort ja entscheidend mitgestalten. Damit war klar, dass wir nicht in einzelnen Schrittchen der Krise erfolgreich begegnen können, sondern dass wir angesichts ihrer zeitlichen und finanziellen Dimension eine darauf angemessene, also auch in der Größe des Problems entsprechende Antwort brauchen. Diese Antwort war und ist das Sondervermögen nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz, eine Antwort übrigens, die in etlichen Bundesländern völlig unabhängig von der politischen Couleur der Regierungsmehrheit in gleicher Weise gegeben wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Dimension der Krise, so darf ich erinnern, waren wir hier im Hause einst alle einer Meinung. Und eigentlich sind wir es ja auch heute noch. Die Corona-Pandemie erfüllt nämlich, leider muss man sagen, exakt die Notlagendefinition gemäß Artikel 141 Absatz 4 der Hessischen Verfassung. Warum sich aber die Opposition trotzdem verweigert, genau dieser Feststellung seit diesem Sommer auch weiterhin zuzustimmen, sondern jetzt auf einmal Nein sagt, das konnten Sie, auch der Kollege Weiß, bislang nicht schlüssig erklären. Der Grund liegt wahrscheinlich daran, dass SPD und FDP über Buchstaben und Geist der bestehenden gesetzlichen Regelung hinaus auf völlig andere Fragestellungen politischen Einfluss nehmen wollten, obwohl diese rechtlich wie politisch sehr klar in der Entscheidung der Regierungsmehrheit liegen. Dass wir dann
am Ende langwieriger und auch quälender Diskussionen mit der Mitgliedermehrheit des Landtags verhindern mussten, dass die Opposition diese Fehleinschätzung ihrer Rechtsposition zur Blockade der notwendigen Maßnahmen zur Beherrschung der Krise und ihrer Folgen nutzt, das haben Sie bis heute offensichtlich nicht verstanden. Ich sehe es an Ihrer Reaktion, Kollege Weiß. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben Sie es nicht verstanden. Und die gestrige Pressekonferenz Ihrer Verfassungsklage belegt dies ja auch eindeutig. Sie reden von Notwehr, obwohl Ihr Veto zu den Corona-Hilfen allein aus der Vermutung entstanden ist, diese könnten politisch der Regierungsmehrheit nutzen. Von Ihnen waren letztendlich die Hilfesuchenden völlig egal. Meine Damen und Herren, das ist und bleibt sehr bedauerlich, wobei jüngst gestellte Anträge und auch Aussagen aus den beiden Oppositionsfraktionen zumindest erste zarte Hinweise geben, dass vielleicht doch, verehrter Kollege Warnecke, ein Umdenken bei Ihnen begonnen hat. Nee, sagt er, schade eigentlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und FDP, Sie sollten doch merken, dass Sie mit Ihrer bisherigen Einstellung sich von Ihren eigenen politischen Handlungsoptionen weit entfernen und diese massiv einschränken. Das gilt nämlich, solange Sie die Fehleinschätzung weiterhin vor sich hertragen. Sie quetschen die Fakten durch Ihr eigenwilliges Raster, und ein Zerrbild der Wirklichkeit kommt dabei heraus. Und ein solches Zerrbild bestimmt dann auch bedauerlicherweise die inhaltliche Qualität Ihrer Aussagen zum vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2021. Und damit komme ich zu Beispielen und zunächst natürlich zum Vorredner. Der hat ja viel Stoff gegeben, so viel Zeit bleibt gar nicht, um darauf zu antworten. Verehrter Kollege Weiß, Ihre Bilder sind ja immer schön. Manchmal sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Nur einen Tipp will ich geben. Schauen Sie doch einmal in der griechischen Mythologie nach, was es mit Kassandra so auf sich hat. Vor allem auch ihr Ende. Weil, wenn Sie sagen, die SPD ist die Kassandra, dann finde ich das eigentlich eine sehr traurige Zukunftsperspektive für Ihre Partei. Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, komme ich zum Beispiel. Der Kollege Weiß geißelt, das hat er heute mündlich getan, vorher in seiner Presseerklärung ja auch, er begeistert einen massiven Bedeutungsverlust des Landesetats und findet damit Widerhall bei Presse und Medien, obwohl, darauf will ich jetzt Bezug nehmen, die Aussage quantitativ vollständiger Blödsinn ist. Diese Aussage ignoriert nämlich, dass ausweislich der Ihnen vorliegenden Tabelle, Kollege Weiß, und Sie haben es selber ja auch genannt, die Zahl, lediglich 1,7% des Haushaltsvolumens des Jahres 2021 nach dem Entwurf aus dem Sondervermögen finanziert wird. Wenn also ein Anteil von rund 1,7% einen massiven Bedeutungsverlust, das war das Zitat, bedeutet, wie groß ist dann eigentlich, verehrter Kollege Weiß, der Bedeutungsverlust Ihrer eigenen Partei, die nach aktuellen Umfragen in Hessen gemessen an der Landtagswahl einen deutlich höheren Prozentsatz verloren hat. Nun will ich ja nicht auf den unglücklichen Kollegen Weiß jetzt weiter rumhacken. Deswegen wende ich mich jetzt mit meinem zweiten Beispiel der FDP und der verehrten Kollegin Schardt-Sauer zu. Ja, natürlich. Man konnte lesen, verehrte Kolleginnen, und ich nehme an, wir werden es auch noch hören, Sie kritisieren den Haushalt 2021 mit denselben Worten wie im letzten Jahr. Sie bieten uns also the same procedure as every year. Und Sie nennen das Budget wie gehabt, jetzt kommt das Regelzitat, ambitionslos und nicht krisenfest. Ohne dass Sie dafür auch noch einen einzigen zutreffenden Grund nennen können. Denn selbst Ihre immerhin formulierte Kritik am Investitionsvolumen übersieht, dass entsprechend der gesetzlichen Regelung nach § 2 Absatz 1 Nummer 3, 5 und 6 des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes zusätzliche Investitionsmittel aus dem Sondervermögen hinzutreten, sodass die Investitionen in den Jahren der Krisenbewältigung nicht nur nicht weiter sinken, sondern eher zunehmen werden. Verehrte Kollegin, wenn Sie
das Sondervermögen nicht so verteufelnden und ihre äußerst albernen sogenannten Corona-Checks auch mal hinter sich ließen, dann wäre Ihnen auch endlich klar, was wir für Hessen aus dem Sondervermögen Gutes und Richtiges leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole an dieser Stelle gerne unsere grüne Bewertung. Mit dem Haushaltsentwurf 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung der Landesregierung steuert die Koalition auf einem klaren Kurs durch die Pandemie. Wir vermindern die infektionsbedingten gesellschaftlichen und ökonomischen Schäden so weit wie möglich und geben zugleich deutliche Signale für den Aufbruch. Das ist antizyklische Krisenpolitik par excellence. Wir ersetzen wegbrechende Steuereinnahmen aus dem Sondervermögen und sparen nicht der Krise hinterher, sondern weisen den Weg in Richtung Gesundung. Mit unserem Kurs der finanzpolitischen Verantwortung ermöglichen wir verlässlich zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen, um die gesundheitlichen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Menschen in unserem Land abzumildern und zukunftsfähige Entwicklungen zu stimulieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, indem wir Stabilität bei den staatlichen Aufwendungen garantieren, leisten wir wichtige Beiträge, um landesweit die gesellschaftliche Resilienz zu stärken sowie Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Klimaschutz deutlich voranzubringen. Der Finanzminister hat es uns ja dargelegt. Das alles liefern Budgetentwurf und Finanzplan. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich von einem großen Bedarf an Stabilität spreche, so bezieht sich das keineswegs nur auf heute und auch nicht nur auf den Landeshaushalt. Und damit blicke ich auf den Finanzplan. Auf den Finanzplan der nächsten Jahre und die Perspektiven, die das Land den hessischen Kommunen auf dem gemeinsamen Weg durch die Krise gibt. Am letzten Freitag wurde die Vereinbarung zwischen Land und den Kommunalen Spitzenverbänden unterschrieben. Und man kann wohl sagen, dass auf der kommunalen Ebene alle zufrieden sein könnten, wenn auch wegen dem nicht so weit mehr fernliegenden 13. März 2021 ist manche ihre Zufriedenheit nur verhalten gezeigt haben. In einer bundesweit beispielgebenden Weise unterstützt das Land die hessischen Gemeinden, Städte und Landkreise auf dem gemeinsamen Weg durch die Pandemie und zur Bewältigung ihrer Folgen. Die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs werden trotz gegenläufiger Steuereinnahmen und Steuerschätzungen in den Jahren 2021 bis 2024 kontinuierlich gesteigert und von allen finanziellen Risiken für die Empfänger befreit. In Hessen steht somit die Finanzwirtschaft für alle Kommunen auf stabilen Fundamenten. Hierauf lässt sich die Wiedergesundung aufbauen, was für den Weg aus der Krise von essentieller Bedeutung ist. Wir werden den vorgelegten Etat 2021 mit Änderungsanträgen der Koalition diesbezüglich noch ergänzen und das Hessische Finanzausgleichsgesetz entsprechend ändern, um die vereinbarten zusätzlichen Leistungen von rund 3 Milliarden Euro an die Kommunen auch formal zu fixieren. Insoweit wird nicht nur heute und morgen, sondern auch in den nächsten Plenarsitzungen sicher dies alles noch mehrfach Thema sein. Dennoch, ich halte es für wichtig, auch beim heutigen Blick auf die Haushaltswirtschaft des Landes und die mittelfristige Finanzplanung unserer Kommunen mit einzubeziehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie die dort dargelegten Zahlen sich anschauen, werden Sie nochmals die wohldurchdachte Doppelstrategie unserer Finanzwirtschaft erkennen. Wir haben einen verlässlichen und zugleich auskömmlichen Rahmen geschaffen, um die Wirkungen und Folgen der Pandemie zu meistern. Wir tun aber zugleich genau das nicht, was die Opposition in ihrer Einfallslosigkeit immer wieder behauptet, nämlich Finanzaufwand nach politischer Opportunität zu bemessen. Auch ihre häufige Wiederholung macht die Falschbehauptung nicht richtig. Weder das Sondervermögen noch der Kernhaushalt stehen für Wahlgeschenke zur Verfügung. Das war übrigens in der letzten Wahlperiode und vor der Wahl 2018 auch schon so. Das können Sie an allen Zahlen eindeutig nachvollziehen. Aus den Daten der Finanzplanung entnehmen Sie darüber hinaus, dass aus gegenwärtiger Sicht wir den Rahmen des Sondervermögens deutlich unterschreiten wollen und voraussichtlich auch werden, und dass wir zugleich
ab 2024 den Haushalt wieder ohne Neuverschuldung aufstellen werden, obwohl die Regeln der Schuldenbremse eine solche durchaus dann noch, auch dann noch zuließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Fazit halte ich abschließend gern fest. Der Haushalt 2021 und die Finanzplanung 2020 bis 2024 sind krisenfest und nachhaltig. Mit ihnen werden wir die Corona-Krise mit Verlässlichkeit und Zuversicht bewältigen. Am Ende möchte ich auch meinerseits nicht versäumen, Dank zu sagen an all die vielen Menschen, die man jetzt alle gar nicht richtig aufzählen kann, die in der Krise und mit der Krise Fantastisches für uns geleistet haben. Und ich lege den Schwerpunkt ausnahmsweise genau auf diejenigen, die daran gearbeitet haben, dass wir diesen Haushaltsentwurf jetzt vor uns haben und die insgesamt das Finanzmanagement betreiben. Sie sind Teil eines großen Ganzen, die uns gemeinsam aus der Krise helfen. Ihnen vielen Dank und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Vohl. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Laut dem Finanzministerium wurde bei der Erstellung des Haushaltsplans für 2021 das Augenmerk auf eine Begrenzung der Ausgabenzuwächse gelegt, ausdrücklich nicht auf eine Priorisierung der Ausgaben. In einem verminderten, aber immer noch fortlaufenden Anwachsen der Ausgaben soll also der Schlüssel zu einer erfolgreichen Konsolidierung liegen. Ja, das kann sein. Aber nur, wenn sich die Hochkonjunktur und damit das in den letzten Jahren kräftige Wachstum der Steuereinnahmen wieder einstellen sollte. Ansonsten wohl eher nicht. Wahrscheinlicher ist es, dass wir die auf diese Weise entstandenen Schulden nicht abtragen können und wohl irgendwann sehr schwer an den Folgen der defizitfinanzierten Nachfragepolitik dieser Tage zu tragen haben. Die ergriffenen Maßnahmen zur Einhegung der Corona-Pandemie führen tatsächlich auch beim Land zu Steuermindereinnahmen. Allerdings sind diese in der Relation bei Weitem nicht so gravierend wie in den Kommunen. Schaut man sich das Steueraufkommen an, so liegen die gemäß der Steuerschätzung im letzten September für das Jahr 2020 zu erwarten Steuereinnahmen immer noch über dem, was im Jahr 2017 in die Kassen des Landes floss. Im Jahr 2021 sind dann bereits wieder Steuereinnahmen zu erwarten, die über den Einnahmen der Jahre 2017, 2018 und fast gleichauf mit 2019 liegen. Die hier gern bemühte Katastrophenrhetorik ist demnach vollkommen fehl am Platz. Es wäre noch nicht einmal wirkliche Austerität vonnöten. Es müssten einzig die unverantwortlichen grün-schwarzen Ausgabensteigerungen der letzten Jahre zurückgedreht werden, und schon könnten wir auf Zuweisungen aus dem Sondervermögen verzichten. Leider wird der Wille zu einer etwas restriktiveren Fiskalpolitik an keiner Stelle ersichtlich. Weder im Haushaltsplan 2021 noch im Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024. Jüngste Förderinitiativen der Landesregierung, wie die zur Beseitigung der sogenannten Gender Knowledge Gaps, bei der 50.000 € dafür ausgegeben werden, Leistungen von Frauen in der Online-Enzyklopädie Wikipedia hervorzuheben. Das nimmt einen wirklich den letzten Funken Hoffnung, dass diese Landesregierung die wirklichen Probleme erkennt, vor denen wir stehen.
für sich in Anspruch zu nehmen, dass man die Schuldenbremse einhalte, nachdem man sie maximal beschädigte, um innerhalb von 3 Jahren 12 Milliarden Euro aufnehmen und ausgeben zu können, entbehrt nicht einer gewissen Komik. 12 Milliarden Euro für 3 Jahre. Das ist knapp ein Drittel der Schulden, die sich in den letzten 19 Legislaturperioden unter wechselnden Regierungen angehäuft haben. Wobei wir davon ausgehen können, dass jede dieser Regierungen vor besonderen Aufgaben gestanden hat. Allerdings schien man sich auch bewusst zu sein, dass man nicht am Ende der Geschichte stehe, sondern im Laufe der Zeit durchaus weitere makroökonomische Krisen zu bewältigen sein werden. Wohl auch deshalb hat keine der bisherigen Landesregierungen den Handlungsspielraum späterer Generationen derart eingeengt wie diese Landesregierung. Doch auch nach dem Jahr 2023 soll es genauso weitergehen wie jetzt. Das Finanzministerium spricht von soliden Haushalten und kündigt an, dass man im Jahre 2024 wieder eine schwarze Null erreichen werde. Bei genauerer Betrachtung kann von einer schwarzen Null jedoch keine Rede sein. So kommt diese lediglich dadurch zustande, dass eine globale Minderausgabe von sage und schreibe 450 Millionen Euro eingestellt wird, als auch dadurch, dass der allgemeinen Rücklage 600 Millionen Euro entnommen werden. Mit anderen Worten, hätte man mit den früheren Überschüssen Schulden getilgt, anstelle für einen späteren Scheinausgleich des Haushaltes diese zurückzuhalten, stände hier nun eine rote 600 und keine schwarze Null. Unter dem Strich ändert sich aber nichts. Es bleibt immer ein Defizit. Für die Bewertung der Minderausgabe möchte ich die Landesregierung hingegen an ihre eigenen Redebeiträge in den Haushaltsberatungen für 2020 erinnern. Als weit kleinere globale Minderausgaben von FDP und SPD beantragt wurden und sich beide Fraktionen anhören müssten, sie würden es sich bei der Gegenfinanzierung ihrer Politikvorstellung viel zu einfach machen. Ministerpräsident Bouffier sagte in diesem Zusammenhang wortwörtlich, ich zitiere, wenn man nicht klar sagt, was man streichen will, dann bleibt am Ende früher oder später nur das Schuldenmachen. Zitat Ende. Letztlich seien die Schulden von heute die Steuererhöhung von morgen und blieben somit eine Mitgift in des Wortes wahrster Bedeutung für die Generation, die uns folgt. Weshalb der Ministerpräsident das Instrument der globalen Minderausgabe anscheinend damals noch für das falsche Instrument hielt. Bezeichnend ist, dass sich das grün-schwarze Förderkarussell im regulären Haushalt 2021 nun noch schneller zu drehen scheint als zuvor. Klimaschutz, Ökolandbau, der Ausbau von Radwegen und das Engagement für ländliche Sichtbarkeit dulden keinen Aufschwung, auch wenn vermeintlich die Welt untergeht. Für das Sondervermögen wird hingegen beansprucht, es sei für beherzte Investitionen in die Zukunft notwendig. Ob die bislang getätigten Investitionen aber wirklich das Wachstumspotenzial unseres Landes nachhaltig steigern, ist stark zu bezweifeln. Diesbezüglich möchte ich mal alle Bürger wirklich aufrufen, sich mittels der öffentlichen Ausschussunterlagen selbst ein Bild darüber zu machen, was im Haushaltsausschuss beschlossen und welche Maßnahmen dort ganz genau beschlossen worden sind. Die eigentliche Aufgabe des Sondervermögens sollte jedoch sein, all die zur Krisenbewältigung notwendigen Mittel zu bündeln. Jedoch fließen auch hier, wie im regulären Haushalt, die Gelder ganz unverdächtig in Fahrradständer, in Beleuchtungen von Fahrradwegen oder in energetische Sanierung. Man hat den Eindruck, dass nur hinter wenigen der Ausgaben, denen das Corona-Etikett anhaftet, tatsächlich Maßnahmen stehen, die der Bewältigung der Corona-Pandemie dienen. Doch das Geld ist nicht umsonst, meine Damen und Herren. In Berlin ist man bereits einen Schritt weiter.
Hier wird eifrigst darüber diskutiert, aus welchen neuen Steuerquellen die derzeit bedenkenlos verpulverten Millionen und Milliarden später einmal beigetrieben werden können. Vorzugsweise natürlich von der Bevölkerungsschicht, die noch etwas dazu beiträgt. Drastische Erhöhung der Erbschaftssteuer, Wiederbelebung der Vermögensteuer, sogar ein Lastenausgleich sind vermeintliche Lösungen, über die in diesem Kontext, wenn auch auf Bundesebene noch, bereits allzu häufig gesprochen wird. Dass die Forderungen der LINKEN nun auf einmal durch die Politik der CDU und SPD salonfähig gemacht werden, wird die Stabokap-Fraktion der LINKEN, denen wird das ganz besonders gefallen. Was uns zunächst in Hessen fehlt, ist eine Bezifferung des Handlungsbedarfs, so wie er beispielsweise dem Tragfähigkeitsbericht zu entnehmen ist. Mit diesem informiert das Bundesministerium der Finanzen einmal in der Legislaturperiode über die langfristige Entwicklung der öffentlichen Finanzen, wobei wir in diesem Rahmen konkrete Konsolidierungsempfehlungen durch den Landesrechnungshof bevorzugen würden. Doch wenn wir nicht bald anfangen zu handeln, werden die von den LINKEN lustvoll beworbenen Wege zur Bewältigung der Schuldenberge irgendwann tatsächlich alternativlos sein. Folglich ist es für die Landesregierung langsam an der Zeit zu erklären, wie sie die Schulden, die sie aufzunehmen gedenkt, gerne abbauen möchte. Angesichts des Unfriedens, den die beschriebenen Maßnahmen in unserer Gesellschaft tragen würden, sollten wir uns die jetzigen Ausgaben ganz genau anschauen und diese auch ausführlich im Landtag besprechen und beraten. Keiner soll später sagen können, er habe von nichts gewusst. Zum Schluss noch eine Bemerkung zur Rede des Finanzministers. Herr Staatsminister, in Ihrer heutigen Rede haben Sie Folgendes gesagt, und zwar, ich zitiere, wir haben immer gesagt, es ist falsch, diesen Mindereinnahmen hinterherzusparen. Eine solche Haushaltspolitik, die der Sparsamkeit abschwört und stattdessen Milliarden und Millionen an Euros einfach ausgibt, ohne an morgen zu denken. Herr Finanzminister, das ist keine nachhaltige, das ist keine gute Haushaltspolitik. Das wird uns in einen Schuldenstaat führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hohl.